So viele haben angefangen, zuerst ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen und wie sie ihrem Alltag zugunsten des Friedens untereinander und zugunsten der Natur umgestalten können. Ich glaube, ich spreche für alle hier, wenn der gesamte Fokus dieser Bewegung auf Liebe gelegt werden sollte. An sich zu arbeiten ist selbstverständlich eine Herausforderung und braucht längere Zeiträume, aber der Anfang ist gemacht. Es wurde über das eigene Konsumverhalten und über Ressourcenschonung debattiert. Das Thema Permakultur und der eigene Anbau von Nahrungsmitteln wurde mehrmals angesprochen. Selbstverständlich sprachen viele die Umstellung ihrer Ernährungsweise an, hin zu veganen Lebensmitteln und natürlichen Alternativen bezüglich Medikamenten. Es wurde die Nutzung von erneuerbaren Energien gefordert und die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen anstelle von fossilen Rohstoffen. Es wurde ein Wechsel der Banken vorgeschlagen. Nicht alle Banken arbeiten mit der Rüstungsindustrie zusammen. Sehr ehrenwert sind auch die Aktionen, die von vielen der Mahnwachen ins Leben gerufen worden sind. Urban Gardening, erst letzte Woche wurde in Köln angekündigt, Gespräche mit der Stadt führen zu wollen, um Nahrungsmittelpflanzen, respektive Obstbäume, in Parks und öffentlichen Anlagen anpflanzen zu können. Freies Essen für alle. Tauschbörsen, Reparaturwerkstätten, Sammeln von Sachspenden für Bedürftige und Kriegsopfer etc. Danke für euer Engagement. Ihr rührt mich zu Tränen. Und all das mit dem Resultat vom ursprünglichen Aufruf von Lars Meerholz. Daher möchte ich zu etwas aufrufen, egal was, wer und egal welche Gespräche und Diskussionen hinter uns liegen. Vereinen wir uns wieder. Holen wir alle zurück und noch mehr dazu. Lernen wir, entwickeln wir uns weiter. Verbessern wir unsere Kommunikation. Ich wünsche mir mehr Verständnis, Höflichkeit einander gegenüber und das Zugeständnis an alle, sich auch irren zu können und auch fehlbar sein zu können. Lasst uns gegenseitig inspirieren, kritisieren, optimieren, ergänzen und versuchen, Kompromisse zu finden. Was könnte schöner sein, als dass sich alle Menschen vereinen? Was könnte schöner sein, als dass sich alle vergeben und verzeihen? Was könnte schöner sein, wenn wir das, was wir haben, auch teilen? Ich glaube immer noch fest daran, dass wir es alle schaffen können. Ich möchte behaupten, dass ihr alle Mahnwachen-Teilnehmer, brillante Denker seid und jeder eurer Beiträge wichtig ist. Macht alle weiter. Etwas Schöneres als diese kluge Bewegung kann ich mir nicht vorstellen. Wir Kölner möchten nun gerne das Grußwort an unsere liebsten Gefährten aus Bonn schenken. Ich bin ja ein ruhiger Mensch, ihr kennt mich jetzt ja auch schon ein paar Tage. Ich habe mich echt aufgeregt. Also in beide Richtungen. Also zum einen zu Tränen gerührt, zum anderen dann aber auch wirklich geärgert über das, was man so präsentiert bekommt, wenn dann irgendwie unsere Politiker dann gezeigt werden, wie sie vor 1,5 Millionen Franzosen daherziehen und ne, wir gehen da mit. Und wenn man dann mal guckt, das waren irgendwie 300 Leute, die man dann optimal fotografiert hat. Die 1,5 Millionen Franzosen, die gingen auf einer ganz anderen Straße. Ja, die würden sie da auch niemals mehr zusammenlassen, hör mal. Nochmal, wen würden sie? Die würden sie da auch niemals mehr zusammenlassen. Wen denn? Unsere EU-Politiker und unsere Spitzenoberhäupter jeweiligen Nationen lässt du doch nicht mit 1 Million. Das wäre gefährlich. Franzosen zusammenlaufen. Das ist richtig, das ist absolut richtig, ja. Aber was mich halt wirklich bewegt hat an diesen Bildern, ist, dass dort tatsächlich auch ein Moslem oder eine Muslime einem jüdischen Vater getröstet hat, der bei diesem Geiselnahme in dem jüdischen Supermarkt da einen Sohn verloren hat. Also das wirklich das, was man
eigentlich erwartet hätte. Die erste Erwartung nach diesem grausamen Anschlag war ja wirklich, dass man sagte, oh Gott, jetzt werden die ganzen Extremisten wieder mehr Zulauf kriegen und Frau Le Pen wird das die nächste französische Präsidentin. Und ganz ehrlich, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also so einen Zusammenhalt haben wir in der französischen Bevölkerung schon lange nicht mehr gehabt. Und wenn wir das in Deutschland auch noch schaffen und dann vielleicht noch Europa, ich fände, das wäre ein echt schöner Anfang. Ich fange mal ganz von vorne an, noch bevor die Vorkommnisse in Paris stattgefunden haben. Da hat nämlich der Hollande eigentlich ein sofortiges Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert. Da gab es eine radikale Kehrtwende in Paris. Frankreichs Staatspräsident François Hollande hat sich überraschend klar für einen sofortigen Stopp der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Die Maßnahmen hätten nicht funktioniert. Putin wolle die Ostukraine nicht annektieren, sondern lehne lediglich eine NATO-Präsenz in der Ukraine ab. Wenn die EU dem Votum Hollands folgen könnte, würde es zu einem ernsthaften Zerwürfnis mit den USA kommen. Dann kamen die Anschläge. Nürnberger Spionageamt ist vielleicht auch inzwischen wieder untergegangen. Die Bundesagentur für Arbeit ordert Software zur Überwachung Erwerbsloser in sozialen Netzwerken und die Datenschützer wurden nicht informiert. Verkäufe bei eBay, Online-Buchungen eines Fluges, Kommentar bei Facebook, an diesen Daten haben nicht nur Konzerne Interesse, die Produkte oder Dienstleistungen bewerben wollen. Auch die Bundesagentur für Arbeit will wissen, was Erwerbslose im Internet so treiben. Das geht aus einem europaweit ausgeschriebenen Auftrag hervor. Dann schiebe ich mal ganz kurz was dazwischen. Nur zur Erinnerung, weil sich ja viele über die Flüchtlinge beklagen und ich habe ja im letzten Mal schon gesagt habe, die Flüchtlingsströme sind direkt proportional zu den Waffenlieferungen. Wir haben Kosten im 2015 von 90 Milliarden Euro nur in der Bundeswehr. Mit nur 33% der weltweiten Rüstungsausgaben könnten wir die Hunger-, Umwelt- und Wirtschaftsprobleme dieser Welt lösen. Wir bräuchten diese Waffen überhaupt nicht. 180 Stück Eurofighter seit 2003 würden 215.740 Sozialwohnungen bedeuten. 80 Eurocopter wären 1.000 Pflegeheime. Transporthubschrauber, 134 Stück, 305 Bildungseinrichtungen. Transallmaschinen, 60 Stück, wären 7.154 Kindertagesstätten. 410 Schützenpanzer Puma wären 1.655 Grundschulen für je 200 Schüler. 4 Stück Fregatten F-125 wären 563 Sport- und Mehrzweckhallen. Nur als Vergleich. In aller Stille setzt die EU währenddessen die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP fort. Das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU wird offenbar durchgezogen. Die neuen EU-Handelskommissarin sprach von einem Neuanfang und drängt auf rasche Fortsetzung der Gespräche. Schließlich sei es ein potenziell sehr, sehr wichtiges Abkommen. Die verhandelnden Partner halten an ihren Zielen für Ende 2015 fest. Tja, dann hatten wir Besuch in Deutschland von dem Ministerpräsidenten Yatsenyuk. Ist auch inzwischen untergegangen, dass der mit einem Haufen Geld nach Hause gegangen ist. Da war ich da. Da warst du da? Ja, stimmt, da war ich du hast, da. Stimmt, hast du geschrieben. Richtig? Genau. Wir waren, ich weiß gar nicht, eine Handvoll. Also weniger als heute hier sind, na vielleicht genauso viel. Da kommt ein offener Faschist nach Deutschland und es interessiert keine Sau. Der kriegt hier militärische Ehren und allen drum und dran und was passiert? Eine ältere Dame kriegt eine Anzeige, weil sie ihm den Mittelfinger gezeigt hat. Also sie hat ihn grob in die Richtung des Kanzleramts gereicht. Ich will ja nicht sagen, gegen wen sie den gesetzt hat. Aber das, also okay, es ist in Deutschland eine Straftat. Streng genommen muss die Polizei etwas machen. Aber man kann doch auch einfach mal weggucken, oder? Also ganz ehrlich, da, Entschuldigung, aber der nimmt 500 Millionen Euro mit aus unserer Kasse. Eine halbe Milliarde. Und, oh Gott, wir müssen hier festhalten. Genau, das zweite Mal.
Wobei, ich bin mir da nicht sicher, ob das die Kredite waren, die das letzte Mal, aber egal. Aus Europa 1,8 Milliarden. Jetzt sagen die, nein, das ist natürlich nicht für die Aufrüstung. Nö, ist schon klar. Aber wenn ich von denen Geld für meine eine Sache bekomme, habe ich mehr Geld übrig, um für die Aufrüstung was zu machen. Also ganz ehrlich, was läuft da ab? Und vor allen Dingen ein paar Tage, nachdem 25% des Verteidigungsetats seltsamerweise verschwunden sind in der Ukraine. Genau, 425 Millionen oder so. Also kriegt man ja wieder rein. Geld. Aber das war noch nicht mal der Aufhänger. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, Jatsenyuk hatte ein Interview in der ARD, was voraufgezeichnet wurde. Das heißt, sie hätten auch durchaus noch nachfragen können, hätte man aber auch live machen können, mal davon abgesehen. Der von den USA und der EU in Kiew installierte Ministerpräsident Jatsenyuk, der im aufgezeichneten Interview mit Pina Atalay einen neonazistischen Geschichtsrevolutionismus verbreiten durfte, den vermutlich selbst wohlmeine Zuschauer in der ARD nicht für möglich gehalten hätten. Der ukrainische Ministerpräsident von US-Gnaden weilte in Berlin, um Geld zu sammeln. Der Westen hat ihn installiert, der Westen muss ihn nun auch finanzieren. So die Logik. Zur westlichen Propaganda über die freiheitliche Revolution des militanten Putsches einer Minderheit in Kiew gehört bekanntlich das dröhnende Verschweigen der nationalistischen und faschistischen Kräfte, die schon auf dem Maidan den letzten Anschlag bei der Beseitigung der rechtmäßig gewählten Regierung von Janukowitsch gegeben haben. Wie tief faschistisches und revisionistisches Gedankengut in der jetzigen Kiewer Regierung verankert sind, demonstrierte der Ministerpräsident im Interview höchstpersönlich. Dass die Moderatorin Atalay nicht einmal in dieser aufgezeichneten Interview Jatsenyuks Aussagen hinterfragte, zeigte das ganze Ausmaß der Verkommenheit, der Doppelmoral und der politischen Agenda bei der ARD. Ich zitiere: Deutschland und die Bundeskanzlerin persönlich machen sehr viel, um den Frieden in der Ukraine wiederherzustellen. Und nicht nur in der Ukraine, sondern auch um die Stabilität in ganz Europa zu gewährleisten. Die russische Aggression in der Ukraine, das ist der Angriff auf die Weltordnung und auf die Ordnung in Europa. Wir können uns alle sehr gut auf den sowjetischen Anmarsch auf die Ukraine und nach Deutschland erinnern. Das muss man vermeiden und keiner hat das Recht, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges neu zu schreiben. Was passierte? Ja, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Wir reden hier davon, dass Russland Nazi-Deutschland befreit hat. Bis vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, Russland hat Nazi-Deutschland befreit. Jetzt darf sich so ein Mensch in der ARD hinstellen und sagen, wir haben die Aggressionen von Russland erlebt. Und es wird nicht kommentiert. Und da ist auch wieder ein Punkt, wo ich mich echt aufrege. Ich weiß es nicht, Tagesschau, ist auch völlig egal. Die haben bei Facebook, haben sie es kommentiert, haben sie hingeschrieben, ja, das war ein Übersetzungsfehler und er ist ja auch vom Russischen ins Englische gesprungen und das hat sie nicht so richtig mitbekommen und deswegen ist das gar nicht ihre Schuld. Entschuldigt mal, dann ist es nicht ihre Schuld, aber dann könnt ihr spätestens an der Stelle doch sagen, es war scheiße, was wir da gemacht haben. Im Gegenteil, russische offizielle Stellen wollten eine Stellungnahme dazu abgeben in unseren Öffentlich-Rechtlichen. Es wurde ihnen untersagt. Es ist eine Riesenfrechheit. Entschuldigung. Wir sind ja auch immer noch im Ölkrieg. Der Preis sinkt ja enorm. Inzwischen melden schon die ersten US-Fracking-Unternehmen den finanziellen Kollaps. Die enorme Schuldenlast von 200 Milliarden Dollar zwingt die Fracking-Unternehmen dazu, trotz Verluste durch den niedrigen Ölpreis weiter zu fördern, um wenigstens einen Teil der Schulden bedienen zu können. Erst vor wenigen Tagen meldete eines der Unternehmen schon Insolvenz an. Zu dem Zeitpunkt kam dann der Anschlag. Was mich dabei am meisten aufregt ist, so schlimm dieser Anschlag ist, am selben Tag, fast zur selben Zeit, hat Boko Haram 2000 Menschen niedergemetzelt. Die sind durch eine Kleinstadt in Afrika gefahren und haben alles niedergeschossen. An diese Menschen hat überhaupt keiner gedacht. Die sind ja nicht so viel wert wie 17 Satiriker. Sowas regt mich auf. Und das meine ich mit Instrumentalisierung. Aber kommen wir zu den ganzen Reaktionen danach. Am selben Tag forderte de Maizière die Löschung aller YouTube-Videos über den Anschlag. Fragt man sich erstmal, was hat das damit zu tun? Aber wenn man darüber nachdenkt, was jetzt an
ich sag mal, Spekulationen und Analysen stattfinden, ist es kein Wunder. Die CSU fordert am selben Tag die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung und eine Verschärfung des Strafrechts sowie die Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum als Konsequenz auf den Terroranschlag. Italien verschärft die Antiterrorgesetze. Der NATO-Chef Jens Stoltenberg fordert aus Anlass des Anschlags auf Charlie Hebdo eine engere Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten. Die Freiheit soll durch mehr Sicherheit verteidigt werden. Dann habe ich etwas gefunden, das stand eigentlich erst bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten, und zwar, dass auch Deutschland seinen Plan für die Sicherheit hochgefahren hat. Ich habe echt lange gesucht und habe dann erst gefunden, dass wenn man danach sucht, wo er das gesagt hat, dann kam tatsächlich die Aussage, Deutschland aktiviert Sicherheitsplan gegen Terror. Und zwar meinte er, wir sind im engen Kontakt mit den Ländern und haben einen Plan für solche Fälle, den haben wir hochgefahren. In den Leitmedien habe ich nämlich nirgendwo was dazu gefunden. Deswegen habe ich das sehr intensiv gesucht. Aber tatsächlich, er hat es gesagt. Zwei Tage später, der ermittelnde Kommissar begeht Selbstmord. Aus Depressionen, Kopfschuss. Was mich auch stört, ist so ein bisschen die Doppelzüngigkeit unserer Presse. Ja, auf einmal heißt es Pressefreiheit, ja, und wir dürfen Satire nicht verbieten, etc. Genau, von einer. Und ausgerechnet von den Chefredakteuren ausgerufen, die die Frechheit besaßen, die Anstalt zu verklagen. Richtig. Ja. Frankreich mobilisiert 10.000 Soldaten. Zur Stärkung der inneren Sicherheit mobilisiert Frankreich 10.000 Soldaten. Sie sollen nach den Worten von Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian an sensiblen Punkten des Landes eingesetzt werden. Das heißt, die stehen da erstmal. Für innere Sicherheit. Freitag stand im Fokus, und das hat mich sehr gewundert, waren es doch nicht die Separatisten? Ermittler, ein Kampfjet könnte MH17 abgeschossen haben. Nein! Im Fokus, Leute. Schon länger gibt es die Theorie, dass ein Kampfjet den Flug MH17 im Juli abgeschossen hat. Nun äußerte sich erstmals der holländische Chefermittler zu der Frage. Er erklärt, dass sein Team nur noch von zwei Szenarien ausgeht. Zitat: Wir verschließen nicht die Augen vor der Möglichkeit, dass es anders gewesen sein könnte. Möglicherweise, so der Chefermittler, wüssten die Russen mehr. Aber ich habe hier noch einen kleinen Hinweis bezüglich Pressefreiheit und Freiheit für Menschen, Menschenwürde, die wir ja alle hier so schön hochhalten in unserer EU. In Saudi-Arabien lässt man Blogger auspeitschen zurzeit. Öffentlich, weil er den Islam beleidigt haben soll. Das nach islamischem Recht regierte Königreich in Saudi-Arabien ist ein enger Verbündeter von Deutschland und den USA. Proteste gegen die Verletzung der Pressefreiheit sind nach Charlie Hebdo kaum zu hören gewesen. Einzig Amnesty International hat bisher protestiert. Das heißt, jeder braucht ein Feindbild, jede Gruppe. Jeder braucht gegen den man hetzen kann. Jeder will so ein bisschen seinen Konflikt. Aber keiner ist mehr bereit, auch andere Formen des Protestes oder Widerstandes oder der Problemlösungen in Angriff zu nehmen, außer halt aggressive. Und das ist so unser Problem, weil im Grunde genommen steht die Mahnwache da als etwas jenseits von links und rechts und wird mit allen möglichen beschimpft. Und das Grundproblem in dieser Sache ist, dass man nicht sagt, wer der Feind ist. Das versteht ein Außenstehender oft nicht, gegen wen man überhaupt ist. Also wer ist jetzt bei euch der Böse? Also wen wollt ihr niedermachen, damit dann alles super ist? Also, und dann bietet man da keine Antwort und sagt den Leuten, wisst ihr, im Grunde genommen ist Töten und Hass was falsch. Ach, ihr seid doch Spinner. Das Problem ist, Liebe ist kein rationales Gefühl, Hass auch nicht. Und trotzdem, die Gruppen und die Strukturen, die unser Leben bestimmen, die großen Konzerne, die elitären Sekten, die Subkulturen, die politischen Strömungen, die haben alle so, was sie hassen oder was sie lieben oder zu was sie streben. Und ihre
Emotionen und ihre Bestrebungen sind halt immer gegen jemand gerichtet, gegen andere. Und diese Leute arbeiten halt nicht an sich, sondern gegen andere. Und das ist im Grunde das Problem, weil uns wird auch vorgeworfen, dass wir halt bestimmte Völker oder Gruppen nicht mögen. Im Grunde genommen ist das, gegen was wir sind. Das sind die herrschenden Werte. Und diese herrschenden Werte sind nicht nur Instrumente und Strukturen, das ist auch was in uns selbst. Also der Hass, der Neid, der Materialismus, die Gier nach Materiellen und immer mehr und mehr und mehr. Und das ist auch die Ursache von den großen Problemen, von Krieg, von Gewalt, von Naturzerstörung und von Asozialität und Konflikt jeder Art. Und da kommt die Mahnwache und sagt, Leute, wir alle, wir wollen jetzt nicht Konflikte, wir wollen etwas finden, damit wir mit anderen Leuten in diesem Land, auf anderen Kontinenten oder sonst wo, damit wir Dialog finden auf Basis von neuen Werten. Wir wollen etwas finden, was den Frieden ermöglicht. Wir wollen den Frieden oder die Völkerverständigung als Ideal haben und wir wollen aufhören, daran mitzumachen, uns gegenseitig abzuschlachten. Wir wollen an diesem System nicht teilhaben. Und dann sind natürlich erstmal alle beleidigt, weil dann heißt es, ihr wollt nicht zu uns, also von dem einen Lager und vom anderen, ihr wollt auch nicht zu uns. Ja, weil ihr seid verrückte Spinner. Und das ist das Problem. Weil wenn wir als Menschheit nicht zusammenfinden und immer mehr auseinanderdriften, wenn wir nicht einen Wertewandel schaffen, dann wird sich diese Geschichte fortsetzen, wie sie seit Jahrtausenden war. Und die Geschichte der letzten Jahrtausende und der letzten Jahrhunderte oder Jahrzehnte ist voller Krieg. Nur das Einzige, was sich heute grundlegend geändert hat, ist, dass wir so viele sind, dass wir einen extrem großen Einfluss haben auf den Planeten. Und das andere ist, es gibt jetzt sehr kleine, sehr elitäre Strukturen, lauter konkurrierende Konzerne und Eliten und einen Haufen Radikaler jeder verschiedenen Art. Und die wollen oft Krieg im eigenen Interesse. Nur das Problem ist, dass heute sehr große Technologien und sehr gefährliche Waffen zur Verfügung stehen. Also dann zum Beispiel die Gentechnik, die Nanotechnologie, die Atomtechnologie oder ganz einfach solche Sachen wie sehr große, sehr gefährliche Netzwerke, die gebildet sind. Und das Problem, unser aller Leben hängt von einem System ab, das wir nur zusammen am Leben erhalten können. Wir hängen an Netzwerken, am Stromnetz, am Wassernetz. Wir leben nicht von Selbstversorgung. Wir leben in einem Netzwerk und sind angewiesen, dass andere Menschen, die wir nicht kennen, auf der anderen Seite der Welt irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen machen, die dazu beitragen, dass wir überhaupt leben können. Und genauso sind Menschen auf anderen Erdteilen von unserer Leistung abhängig. Weil in dem komplizierten System, das wir jetzt haben, sind wir total voneinander angewiesen. Und wenn eine Sanktionspolitik kommt oder Isolationismus oder irgendwelche Kriege und das System nicht mehr läuft, dann bricht alles zusammen und dann ist Rezession. Und wenn Rezession ist, dann gibt es halt Engpässe und viel Arbeitslosigkeit und Konflikte. Und dann kommen alle Radikale hergeschossen und sagen, wir wissen, was der Grund ist für alle Probleme. Wir müssen nur die und die niedermachen, dann geht es alle wieder gut. Das heißt, erst kommt eine Rezession durch aggressive Politik von irgendwelchen Verrückten. Dann kommt eine große Rezession, eine große Krise. Dann sind erstmal alle baff und keiner weiß, wie es weitergeht. Dann kommen lauter Verrückte, Sektanten und total Volldeppen, die irgendwie Krieg wollen, schauen die verzweifelten Leute um sich und dann gehen die Leute aufeinander los. Und dann kann es zum Beispiel sowas wie Bürgerkrieg geben. Und sowas sehen wir gerade in anderen Ländern. Die Leute, die irgendwie Antworten geben wollen und sagen,
die Antwort liegt darin, dass man andere niedermachen soll. Das sind die Leute, die Macht wollen, das sind die Leute, die Böses wollen. Aber allen Verrückten ist eins gemein. Sie wollen nicht sich verändern. Sie wollen nicht die Werte der Gesellschaft verändern. Sie wollen nur die anderen Menschen loswerden, die andere Vorstellungen oder Werte haben. Sie wollen nicht einen Dialog. Sie wollen nicht das zusammen. Sie wollen einfach alle anderen weghaben. Oder halt unterjochen oder versklaven. Aber Hauptsache, sie wollen regieren. Und das ist das Problem dieser Rechts-Links-Thematik oder der verschiedenen Radikalen aller Art, dass sie im Grunde genommen in Werten, Vorstellungen drin sind, wo ihr einziger Lebenssinn und Lebensinhalt darin besteht, mit anderen Leuten zu konkurrieren, mit anderen Leuten Krieg zu führen, mit anderen Leuten einen Konflikt zu suchen und versuchen, andere irgendwie zu besiegen, zu betrügen, zu unterjochen oder einfach mal in den Hintern zu treten oder einfach die Kehle abzuschneiden. Also es gibt verschiedene Arten der Konflikte. Es gibt Manipulation, es gibt Werbung, es gibt Betrug, aber es gibt auch so Köpfe abschlagen. Und das Problem in der Barbarei oder im Krieg ist, dass die Barbareien und die Auswüchse immer mehr zunehmen und die Leute gewöhnen sich daran. Das heißt, heute hetzen wir aufeinander los, morgen gehen sie mit Waffen aufeinander los und übermorgen gibt es überall Bluchlachen und in ein paar Wochen fallen Bomben und vielleicht dann noch ganz große und ganz starke Bomben, aber ein Konflikt oder ein Krieg hat die dumme Eigenschaft, dass er nicht aufhört, bis so viel zerstört ist, dass er gar nicht mehr möglich ist, weiterzuführen. Und das Problem ist, wenn jetzt ein Krieg oder jetzt ein Konflikt anfängt, bei den heutigen Technologien und Waffen, und wenn so ein richtiger, heftiger, derber Weltkrieg ausbricht, dann sind schon ganz schnell ganz viele Milliarden futsch. Und dass danach dann halt eine große Friedensbewegung kommt und dann so Weltfrieden herrscht und dann sich alle auf einmal verbrüdern, das ist eher unwahrscheinlich. Nach Kriegen kommen extreme Gruppierungen an die Macht und dann beginnt nach kürzester Zeit wieder der Krieg. Danke, Roman. Und vor allen Dingen müssen wir darauf achten, dass die kritischen Stimmen nicht verboten werden. Und es regt mich immer noch auf, dass die junge Welt ihre linke Veranstaltung für einen freien Journalisten Hausverbot erteilt hat. Einem Journalisten, den man ja mal vorgeworfen hat, er wäre jetzt links, also mal rechts, mal links, also wie es gerade passt. Das ist ja... Der ist rechts. Ach so, das wusste ich nicht. Nein. Ach, Der Vorwurf war ja, rechts. Ja, der Vorwurf war das. Ja. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Ken Jebsen ist alles andere, aber nicht rechts. Der ist auch nicht links. Ken Jebsen ist einfach er selbst. Wie gesagt, darüber kann man auch denken, was man will, aber wir erleben ihn ja nun seit einem Dreivierteljahr oder ich zumindest persönlich. Ein bisschen vorlaut, ein bisschen frech, aber immer kritisch und das ist das Entscheidende. Und vor allen Dingen, er ist immer er selbst, also er ist tatsächlich authentisch und das, genau. Aber wir machen jetzt keinen Personenkult. Nein, aber weißt, die Tatsache an sich, egal ob es jetzt Ken Jebsen ist oder nicht, einem freien Journalisten Hausverbot zu erteilen, gerade von der Linken, das ist extrem enttäuschend. Und dann haben wir natürlich immer noch unsere Nudelaktion für die Kältehilfe, was Zoltan gemacht hat, der ja mal hier war und uns das erklärt hat. Also auch wenn es jetzt nicht ganz so kalt ist, wobei mir frieren schon die Finger, essen müssen die Obdachlosen trotzdem. Also für jeden von euch, bringt einfach jede Woche mal ein Paket Nudeln mit, kostet 50 Cent, das haben wir glaube ich alle. Wir sammeln die, bringen die dann vorbei und dann kann Zoltan davon Essen kochen. Dass morgen am Brandenburger Tor zusammen mit der muslimischen Gemeinde eine Mahnwache sein soll, eben gegen diese Anschläge. Und ich habe auch jetzt in der letzten Woche bei zwei Moscheen angerufen. Ich wollte eigentlich, dass vielleicht mal ein Imam hierher kommt und vielleicht auch mal was sagt. Also ganz unabhängig von Frankreich, aber gerade natürlich jetzt besonders in dieser Woche, wäre es mir schon mal ein Anliegen, dass mal auch ein Moslem hier spricht. Nicht, weil er Moslem ist, sondern einfach, weil er auch einen anderen Blick auf die Dinge hat. Also wenn ihr jemanden kennt, wenn das jemand machen möchte, herzlich eingeladen.
unter dem Vorzeichen des Humanismus darf hier wirklich jeder seine Sachen dazu sagen. Ich weiß aber immerhin, das wurde mir dann gesagt, also die beiden Moscheen konnten mir leider niemanden nennen, der das machen würde, wollen, täte. Aber immerhin habe ich erfahren, dass also im Freitagsgebet, die Moslems haben ja immer am Freitag ihre großen, so wie bei uns der Sonntag, nur bei den Moslems gehen sie halt noch hin, die im Freitagsgebet haben sie eben nochmal gesagt, dass also diese Leute, die da in Frankreich die Menschen getötet haben, das ist nicht der Islam, das ist eben nun gerade nicht das, was sie vertreten, sondern auch der Islam vertritt natürlich Nächstenliebe und Menschlichkeit. So, das nochmal losgeworden, Photonen. Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, die Staatssicherheit macht sich im Freundeskreis breit. Einer, der heimlich mitschreibt, bist du systemkonform. Wir geben heute alles preis, wie glas die Skepsis ist verloren. Cloud Computing und Oculus Rift, Smart Home und TV, doch wir selber werden's nicht. Unsere Uhren werden schlau, es werden Kameras verbaut. Verrückt ist nur der, der dem Fortschritt misstraut. Schon Einstein hat besorgt, in die Zukunft geschaut. Die überholt uns die Technik, kommen nur Idioten dabei raus. Klingt nicht mal eine Woche aus, find heraus wie es ist. Ohne Reizüberflutung, wenn du einfach offline bist. Verstehst du mich nicht, will nicht zurück in die Vergangenheit, bin sätzenhaft. Doch ich nutze jede Möglichkeit, der Matrix zu entfliehen. Leben in der echten Welt, weil mir das Lachen meiner Freunde so viel besser gefällt. Nach Alternativen zu gucken, und ich habe jetzt endlich mal eine Aufgabe gefunden, die jeder machen kann. Und zwar habe ich nämlich am Wochenende jetzt einen Job gehabt, für 3 Tage eine Umfrage zu machen. Da ging es um Marktforschung, da konnte ich schön beobachten, wie die Leute da einkaufen und dieses Geschäft gerne hätten und welche Magazine die sie so regelmäßig lesen. Und natürlich die Standardmagazine und Zeitungen dabei waren. Und wenn mal jemand was liest, dann natürlich Bild, Berliner Morgenpost, irgendwie nichts anderes. Und dann ist mir klar geworden, wie einfach es ist, ein paar Leute zu finden und ein paar Fragen zu stellen. Und deswegen der Aufruf, eigener Journalismus. Fragt mal die Leute um euch herum, gebt den Denkanstöße und trifft euch vielleicht mit 2 Leuten oder so zusammen. Geht in den Park und fragt Leute, ey, in einer Stunde treffen wir uns wieder zusammen, tauscht euch wieder aus und ihr wisst mehr. Und man trägt es weiter. Und ich will das selbst als Projekt für mich auch noch annehmen. Wenn das Wetter, ich habe das sogar in diesem Sturmwetter gemacht draußen, ist es sogar dann möglich, aber ich suche mir dann noch ein bisschen trockeneres Wetter aus und das kann man jeden Monat machen. Genau. Schönen Montag noch. Schöne Idee, danke. Patriotismus. Der durch eine gefühlsmäßige Bindung an die Werte, Tradition oder Ähnliches des eigenen Landes geprägt, oft mit Überheblichkeit, mit unkritisch übertriebenen Stolz verbundener politischer Haltung. Zusammengefasst in den 2 Worten, väterliche Gesinnung. Pazifismus, weltanschauliche Strömung, die jeden Krieg als Mittel der Auseinandersetzung ablehnt und den Verzicht auf Rüstung und militärische Ausbildung fordert. So, jetzt zur Erinnerung an meine Rede vom Juni 2014. Damals hatte ich eine Warnung ausgesprochen. Der Spruch ist einfach und heißt, man muss bei einer Kriegsbedrohung den Pazifisten zu wenig Patriotismus vorwerfen. Zum Beispiel erinnern wir uns an den Libyen-Krieg 2011. Am 12.04.2011 las der heute Journalsprecher Herr Klaus Kleber vom Teleprompter folgende Sätze vor. Zitat: Die NATO hat die Initiative verloren. Die Europäische Union ist, sagt der luxemburgische Außenminister, auf dem besten Wege, in 2 Lager zu zerfallen. Eins für das Kriegsführende und ein anderes für Gutmenschen. Mit den Deutschen natürlich im Lager der Gutmenschen. Zitat Ende. Ja, so viel zu dem Spruch, man muss bei einer Kriegsbedrohung den Pazifisten zu wenig Patriotismus vorwerfen. Ja, nicht nur, dass die Propagandisten diesen Leitfaden in Bezug auf die ISIS missbrauchten und vielleicht noch auf anderen Schlachtfeldern, die ich gar nicht, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber gut, nein, heute haben wir die Patrioten auch am gleichen Tag wie die Pazifisten auf den Straßen.
Darum eine ganz, ganz große Bitte an die Patrioten und an die Pazifisten. Lasst euch nicht verarschen. Es sind die jungen Führer, wie zum Beispiel Herr Augstein und Herr Kleber von der Atlantikbrücke. Sie werden weiteren Zwietracht sehen, damit die Patrioten und die Pazifisten sich gegenseitig zerfleischen werden sollen. Wir werden alle von den gleichen Strippenziehern verarscht. Wir sind uns alle viel, viel näher, als ihr eigentlich wirklich denkt. Eines muss uns allen gewiss sein: Eine gerechte gesellschaftliche Veränderung, die wir alle wünschen, kann nur gewaltfrei funktionieren. Danke. Denn die momentanen Machthaber haben die Bevölkerung entwaffnet. Unsere Waffe ist die Liebe. Und die Liebe finde ich in der Wahrheit und in der Vernunft. Ich fasse in den Worten von Jesus nochmal auf den Punkt zusammen. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und by the way, young leader oder junge Führer von der Atlantikbrücke, wer kennt von euch noch mehr junge Führer? Özdemir zum Beispiel, genau. Oder Herr Gutenberg. Und wenn es junge Führer anscheinend gibt, dann frage ich euch eigentlich, wer ist denn the old leader oder der alte Führer? Mir geht es darum, die Pläne der Lakaien und Tyrannen zu durchkreuzen und deren Strategien, bevor sie sich manifestieren, aufzuzeigen, damit jeder erkennen kann, dass deren Zeit abgelaufen ist. Darum eine Warnung für dieses Jahr. Gab es früher eine Zeit lang einen Ketzertheoretiker? Den Begriff, dann ist es später nur noch der Ketzer übrig geblieben. Der Begriff Verschwörungstheoretiker ist von der CIA erfunden und verbreitet worden. Der Anlass war die Ermordung von John F. Kennedy. Jeder, der an die veröffentlichte Meinung zweifelte, wurde als Verschwörungstheoretiker bezeichnet und konnte somit verbal isoliert werden. Fakten spielen in der virtuellen Welt keine Rolle. Der Ton wird energischer und aus den einstigen Verschwörungstheoretiker wird der Verschwörer. Wer also als Verschwörer betitelt wird, ist entweder ein Wirtschaftsverbrecher oder ein Mitglied einer kriminellen Vereinigung. So verwandelt man einen Begriff von der Mutmaßung zu einem Straftäter. Ich hoffe nur, dass die Menschen, welche so öffentlich diffamiert werden, sich rechtlich dagegen zur Wehr setzen werden. So, ihr Lieben, keine Panik. Denn Panik bekommen nur diejenigen, die sich mit einer gesellschaftlichen Veränderung in keinster Weise auseinandergesetzt haben. Vielen Dank. Ich mache das hier nicht zum Spaß. Ich glaube, auch ihr kommt nicht jede Woche hier zum Spaß her und stellt euch hier hin, weil es so schön warm ist in Berlin und weil der Potsdamer Platz so ein total romantischer Ort ist. Wir machen das hier alle, weil wir verdammte Scheiße nochmal Angst davor haben, dass wir in einen Krieg reinrutschen, den wir alle wahrscheinlich nicht überleben werden. Und wenn wir es nicht machen, wer denn dann?